So, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Downray 3 bzw. GTA 5 Online. Hier seht ihr den zweiten Teil dieses geilen Gameplays oder diesen geilen neuen Gegner-Modi eigentlich. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt dann vorbei ist, der Spaß. Also, es war schon actionreich und mein Team war euch die Besten, wie gesagt. Und ich versuche ein paar Sachen, klatsche einfach mal gegen die Wand. Das kann passieren. Das ist auch das erste Mal, dass ich diesen Gegner-Modus gespielt habe. Und heute, wie gesagt, Teil 2 von. Was war das? Downray 3 und genau das erste, der erste Teil, also den ich gesehen habe, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, so wie auch hier am Ende dieses Videos wird Teil 1 verlinkt sein, rechts oben. Genauso wie mit Teil 1 wird auch rechts oben Teil 2 verlinkt sein. Ganz einfach, damit ihr auch das ganze Gameplay genießen könnt und nicht wieder ewig irgendwo suchen müsst. Ich habe gerade meinen Kopf vom Mikro weggedreht, ich bin dumm. Und damit ihr suchen müsst, damit ihr euch das gleich anschauen könnt dann und genau. Heute ein Thema, das wollte ich schon ewig machen, ich wusste aber nicht, ob ich das so real-life-mäßig machen soll oder in der Form eines GTA 5 Online-Videos oder ein anderes Gameplay-Videos, ich wusste es nicht. Aber trotzdem will ich das mal kurz jetzt so erklären, und zwar es geht um das Supermarkt-Ranking. Also ich habe jetzt selber für mich persönlich und auch, ich denke, das ist einigermaßen professionell, ist auch ein Supermarkt-Ranking gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Sachen rausgesucht, sondern einfach meine persönliche Erfahrung und auch wie manche Supermärkte so wirken. Und ich habe auch, wie gesagt, nur die größten rausgesucht. Ich weiß, es gibt in jedem Kaff irgendwelche Dorfläden oder kleinere Marken. Und zum Beispiel gab es mir nie einen Tengelmann, und zum Beispiel kennt ihr vielleicht den Tengelmann, ich kann den vorher nicht, nur vom Namen her so ein bisschen, aber ich werde zu den Großen sagen, die auch deutschlandweit vertreten sind und auch vom Niveau her, wie gut welche sind, woher sie vielleicht kommen oder irgendwelche geschichtlichen Sachen dazu oder einfach mal auch dieses Kundenfreundlichkeit und Reklamation und so weiter und so fort einfach so ein bisschen zusammengefasst. Und wie gesagt, ein kleines Ranking von Supermärkten, die hier eigentlich groß vertreten sind in ganz Deutschland. Auf Platz 10 ist der letzte Platz, geht ganz klar Norma. Ich weiß nicht, ob viele den kennen. Ich habe jetzt auch ein Anti-Norma-Video, kann man fast sagen, gemacht, weil die, wie gesagt, mit Kundenreklamationen fast gar nicht umgehen können, weil die auch die schlechtesten Produkte haben, qualitativ übertrieben schlecht. Und was mich so am meisten abfangt bei Norma eigentlich ist, dass sie so oft eine Rückruffunktion von irgendwelchen Lebensmitteln haben, weil die irgendwelche Plastikteile drin sind, das ist nicht mehr schön. Natürlich, der Vorteil Norma ist, es ist ein Supermarkt für ärmere Leute, also gibt wirklich Sachen, die kosten sau wenig Geld, du kannst da übelst viel Geld sparen. Aber ob das gesund ist, ist die andere Frage. Also Norma ist das unterste Glied der Kette, der schlechteste Supermarkt von allen eigentlich. Aber wie gesagt, günstig für die Leute, die keinen großen Geldbeutel haben, sehr praktisch. Und ich war früher selbst auch teilweise nochmal Kunde. Ich habe jetzt nicht mal Wocheneinkauf gemacht und ab und zu sowas gekauft. Oder kann sie ab und zu mal Energy gönnen. Oder was ich schon mal nochmal lobenswert finde, auch diesen so Sachen, die halt es nicht mehr gibt. Zum Beispiel irgendwelche Center Shocks verkaufen die zum Beispiel noch. Oder irgendwelche DVDs, die man nicht mehr so einfach so bekommt. Das wäre schon geil. Naja, Platz 9 ist auf jeden Fall Netto. Hat zwar in den letzten Jahren sehr viel Qualität, finde ich, zugelegt. Und auch die neuen Gebäude, die neuen Netto-Gebäude, die gebaut worden sind, sind sehr geil. Natürlich ist es immer noch ein Marken-Discount vor allem, ja, und klar, da gibt es Markenprodukte, die auch zum Discount-Preis zum Kaufen sind, aber nichtsdestotrotz ist die Qualität immer noch nicht die beste und ja, trotzdem ziemlich zugelegt und ja, ist sehr knapp mit Platz 8, finde ich eigentlich. Und ich finde, Platz 8 gehört eigentlich Penny. Penny ist, ja, schon so fast in der Mittelschicht, würde ich sagen, von den Personen her. Auch, aber eigentlich noch in der unteren Schicht, kann man sagen, von Bevölkerungsschichten her. Penny ist immer noch auch günstig, hat auch teurere Produkte, aber was ich bei Penny gar nicht mag, die haben sehr viele Sachen nicht da, die man so im Alltag brauchen könnte. Was bei Penny natürlich viel lohnenswert ist, sind die auch diese Angebote, was die haben, was ähnlich irgendwelche, ich habe mir da mal eine Axt gekauft oder irgend sowas, so Gartensachen, finde ich sehr, sehr geil. Platz 7 fängt schon mir an bei Aldi, also natürlich kommt, ist es Aldi, also Aldi ist Platz 7, Lidl ist Platz 6. Eigentlich, ja, also ist schwierig, ich wusste nicht genau, wie ich die einplatzieren soll, also, weil beide eigentlich, finde ich, relativ ähnlich eigentlich sind. Obwohl mich natürlich bei Aldi sagen muss, ich finde so die Aldi-Qualität von den Angestellten und von den Produkten ja doch ein bisschen schlechter als Lidl, muss ich allerdings anmerken. Das ist mein persönlicher Bereich, ob jetzt das tauschen wollt oder nicht, lasst euch mal dahingestellt sein, das ist mein persönlicher Erfahrungsbereich. Ich mag beide Supermarktketten nicht, aber trotzdem haben sie ein besseres Niveau als die, die bisher genannt sind. Natürlich Lidl, also ich finde, die sind eigentlich fast auf dem gleichen Platz, ja, also da gibt es keinen großen Unterschied mehr. Ich finde, das sind so Sachen, die so eigentlich ähnliche Produkte, ähnliches Konzept, ähnliche Kundenzufriedenheit, also Kundenzufriedenheit, ähnliche Angestellten. Was ich natürlich jetzt erstmal bei Lidl noch bemängeln möchte, die haben diese, der waren, glaube ich, die erste Supermarktkette, die diese Headsets am Kopf hatten, wo man
nichts mehr hörst, was die für Befehle irgendwo kriegen, und das finde ich ein bisschen suspekt. Also ich mag diese Supermärkte nicht, wo die so ein Headset am Kopf haben und dann irgendwie Telefongespräche führen oder irgendwelche Anweisungen von oben bekommen oder aber irgendwelche Verständigungen haben. Das finde ich ein bisschen unpersönlich und mir gefällt es auch nicht, weil du weißt ja auch als Kunde nicht, was dieser Typ da eingeflößt bekommt oder was er da gesagt bekommt, weil bekanntlich Lidl ja eigentlich zu Scientology gehört, also zu der abgefuckten Sekte eigentlich, und da weiß man nicht, was die alles gesagt bekommen. Auf Platz 5 ist Real. Real wusste ich nicht genau, wo ich es eigentlich einstufen soll, weil ich arbeite ja einmal bei Real drin. Und das Problem ist, bei mir gibt es in der Nähe auch keine. Also nächstes, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten weg. Also weiß ich nicht genau, wo ich ihn einstufen soll. Ich habe so einen ersten Eindruck bekommen und so will sie sich auch präsentieren. Und ist sie schon so ein bisschen oben im Bereich. Das ist, finde ich, Real ist so ein Laden der Mittelschicht, kann man sagen. Das ist der erste Supermarkt der Mittelschicht, kann man sagen, finde ich. Und genau. Finde ich nicht schlecht, auch gute Angebote, auch mal Produkte und auch eigentlich das Personal, was dort war, fand ich nett. Also ich war nur einmal dort. Auf Platz 4 ist bei mir ganz klar Rewe. Jetzt kommen wir schon wieder ins höhere Niveau, eigentlich der, aber immer noch in der Mittelschicht. Was ich an Rewe besonders geil finde, also persönlich ist Rewe persönlich mein Lieblingssupermarkt. Natürlich ganz klar, weil die Payback-Punkte haben. Ich bin Payback-Punkte high, müsst ihr ja wissen. Und was ich bei Rewe auch mag, zum Beispiel, wie gesagt, durch Payback haben wir so viele Vorteile, extra Punkte in der Woche oder das Personal ist nett, dem auch diesen, ich finde auch von dem Rewe, dem Backshop, von allen das Supermärkten am besten vom Geschmack von her, und die haben nicht irgendwelche komischen kalten Pizzas oder irgend so einen Schmarrn, wo du denkst, ja, der kalt schmeckt das wie scheiße, sondern wirklich auch gute Sachen auch, und über diese Rewe-Marke, die auch finde ich echt nicht schlecht ist. Und was finde ich noch in Rewe geil? Die haben auch schon eine große Auswahl an Getränken, muss ich geil, finde ich sagen, für eine Supermarktkette. Ich kenne keinen einfachen Supermarkt, der so viel mit Wein und Spirituosen eigentlich hat, außer den größten oder höchsten, besten Rankingplatz, den ich so vergeben habe noch. Und genau, soviel zum Rewe, ist auf Platz 4. Platz 3 und 2 teilen sich zwei Ketten, wo ich, finde ich, nicht genau sagen kann, ja, wie soll ich jetzt genau die einstufen? Weil die können auch genauso tauschen wie Lidl und Aldi. Das ist, glaube ich, bei ihnen auch Standard auch verschieden. Auf Platz 3 habe ich jetzt trotzdem Kaufland und auf Platz 2 ist Globus. Ich weiß nicht, ob ihr Globus kennt, aber Globus ist trotzdem von der Auswahl her um einiges größer und auch mehr Sachen, mehr Kassen, mehr Angebote, viel mehr zu bieten als eigentlich Kaufland. Auch von der Qualität her finde ich Globus eigentlich ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Kaufland trotzdem auch ziemlich groß ist, auch von der Qualität nicht schlecht ist. Aber warum ich trotzdem per se schon sage, dass Kaufland schlechter ist, weil ich aus sicheren Quellen weiß, wenn du bei einem Job suchst und zu Kaufland gehst, wirst du übelst ausgenutzt, es werden Überstunden nicht gezahlt, du kriegst sehr wenig Geld eigentlich und du kriegst auch ab und zu wird auch ein schlechtes Arbeitszeugnis ausgestellt. Was ich noch erschreckender finde, ist eigentlich, dass die so Zeitarbeiter oder wie nennt man die eigentlich genau, ich weiß nicht, so Aushilfen haben, und dann hat auch damals ein Kumpel dort gearbeitet und dann haben die gesagt, ja, die übernehmen sich ja und so weiter und so fort, und dann haben einfach sie alle Aushilfen einfach rausgeschmissen, weil sie es nicht mehr gebraucht haben. Einfach so vor die Straße gesetzt und tschüss. Und das weiß ich, dass bei Globus das nicht so ist, da bin ich, glaube ich, einigermaßen fair bezahlt und auch einigermaßen gut behandelt. Ich habe auch ein paar Kollegen, die bei Globus Aushilfe sind. Genau. So viel dazu. Und ich finde Globus einfach besser Auswahl ein bisschen auch noch. Und die haben auch dieses Programm, sage ich jetzt mal so, wenn du bei Globus im Monat ab 50 Euro einkaufst, kannst du so eine Club-Mitgliedskarte haben und tankst dann für 1 Cent pro Liter weniger, bei 100 Euro 2 Cent und so weiter, geht bis 200 Euro, also 4 Cent weniger zahlen musst bei der Globus-Tankstelle. Ist ein mega geiles Angebot, aber für mich eher nicht uninteressant, weil ich ja sehr alleine wohne und auch nicht unbedingt so viel Geld ausgebe bei Globus. So, auf Platz 1, liebe Leute. Ja, was bleibt noch übrig auf Platz 1? Ich werde natürlich gleich sagen, warum ich es gewählt habe und auch, warum ich es gewählt habe, ganz einfach. Und ich blende euch kurz noch, bevor wir Platz 1 quatschen, hier blende ich nochmal die Ergebnisse. Eigentlich habe ich die eine Runde nur gemacht, glaube ich, und dann nochmal die Ergebnisse gemacht, oder ich hoffe, dass das Gameplay auch noch weitergeht ein bisschen. Genau. Auf Platz 1, liebe Freunde, ist bei mir auf jeden Fall Edeka. Ich kaufe zwar selber bei Edeka kaum ein, aber ich finde, Edeka hat eigentlich die höchste Qualität. Ich mag Edeka erstens, weil die auch immer so geile Werbespots haben. Also die lassen sich was einfallen, lassen sich auch nicht die Kosten scheuen, um einen zu machen. Die haben immer dieses frische Ding und die haben auch immer,
wie soll man sagen, diese Website, auch die Homepage. Man sieht auch, was ich noch am Schluss sagen möchte, von jedem Supermarkt die Homepage. Und man, ich habe auch mal je, ab und zu mal Supermärkte angeschrieben und auch irgendwelche, man kann sagen, Kundenrezensionen gemacht. Und Edeka waren die, die am besten und auch am schnellsten darauf reagiert haben. Edeka hat die besten Produkte und die haben auch ziemlich gut Wein. Und vor allen Dingen auch das Personal, sehr fachgeschult eigentlich, sehr nett. Also mein Favorit ist auf jeden Fall Edeka. Und auch wenn ich nicht so einkaufen gehe, wie gesagt, genau. Und sie haben auch sehr, sehr schöne Einrichtungen. Es ist sehr sauber bei denen. Sie tun sehr fair bezahlen. Sie haben Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld bekommst du. Es ist sehr, sehr geil bei Edeka. Es gibt nur einen Nachteil bei Edeka. Das Game wird wahrscheinlich ein bisschen nicht so lange gehen. Ich will euch das sagen. Bei Edeka ist es so, ich weiß nicht, wie es bei einem anderen ist. Du musst, wenn du dort eine Brotzeit willst, also wenn du dort arbeitest, Mein Mikro geht sofort aus, nachdem ich das Game beendet habe, automatisch beim Programm. So kurz nochmal sagen, wenn du bei Edeka arbeitest, musst du dort eigentlich Brot kaufen, darfst nichts von zu Hause mitnehmen. Und das finde ich so das Problem. Weil Top 10 Ranking eigentlich aus Supermärkte, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber die Liste ist eigentlich fix. Also man kann, finde ich, auch nichts rütteln, nichts ändern. Das ist eine relativ fixe Liste. Wie gesagt, Kaufland Globus ist ein bisschen differenziert und Aldi Lidl ist relativ fast auf dem gleichen Niveau, finde ich. Aber sonst passt es eigentlich. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen bei welchem Supermarkt hattet. Und was davon halte, wie ein Daumen hoch wäre sehr, sehr geil. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Punch Nemo. Ciao, ciao.